dieses Comeback haben die Motorsportfans 21 Jahre gewartet. Die DTM ist zurück auf dem Sachsenring! Sachsenring ist eine der geilsten Strecken. Ja, I love it here. Es ist eine geile Rennstrecke, der Sachsenring. Amazing. An nur 10 Tagen im Jahr darf hier lärmbedingt 20 Kilometer von Chemnitz entfernt Vollgas gegeben werden. Dafür dann aber so richtig. Eine besondere Rennstrecke, die aufgrund ihrer Charakteristik fast jede Kurve zu einem echten Erlebnis macht. Ja, eben diese Berg- und Talfahrt, dass die Strecke so in die Natur gebaut ist und diese vielen schnellen Kurven hintereinander, teilweise blinde Kuppen. Wir haben auch noch Kiesbetten, keine asphaltierten Auslaufzonen, also ein Fehler wird auch bestraft. Eine ungewöhnliche Strecke, auf jeden Fall etwas Neues. Das technisch anspruchsvolle Layout lädt allerdings nicht gerade zu Überholorgien ein. Gerade deshalb sind die Strategen der Teams umso mehr gefordert. Du musst hier doppelt so aggressiv sein wie auf anderen Rennstrecken, um wirklich weit vorne zu sein. Vor allem bei den Reifen muss man hier ans Maximum gehen. Das heißt, so viel Energie herausholen, wie es nur geht und die Dinger richtig auszuquetschen, um am Ende erfolgreich zu sein. Letzter DTM-Sieger 2002 war der spätere Champion Laurent Aiello. So Laurent Aiello controlled the qualifying race, controlled the major race and has won here at the Sachsenring. Damals ebenfalls mit am Start der heutige Abt-Teamchef Martin Tomczyk. Die Jahreszahl irritiert mich gerade ein bisschen, da weiß man mal, wie lange ich schon dabei bin. Aber ja, es war ein tolles Rennen. Mir hat der Sachsenring immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin den Sachsenring schon vor dem Umbau eigentlich gefahren. Den kennen die meisten schon gar nicht mehr. Aber die Strecke ist toll. Sie auch jetzt die Rückmeldung von Kelvin und von Ricardo finden die Strecke toll. Die war schon immer toll und deswegen bin ich froh, dass wir mit der DTM wieder zurück sind. Sein Fahrer Kelvin van der Linde hat ebenfalls noch gute Erinnerungen an den Sachsenring im Gepäck. Zusammen mit Patrick Niederhauser stand er 2019 im ADAC GT Masters ganz oben auf dem Treppchen. Beide holten sich genau hier die Meisterschaft. Vor allem die Afterparty, die damals auch stattgefunden hat hier im Fahrerlager, werde ich nie vergessen. Ja, Sachsenring hat sich einfach, also wirklich Charakter, da muss der Fahrer wirklich ans Limit fahren und das ist genau mein. Statistisch gesehen hat Audi auf der etwas mehr als 3,6 Kilometer langen Asphaltachterbahn allerdings keine guten Karten. Denn seit 2016 wurden im GT Masters 8 von 14 Rennen von einem Mercedes AMG gewonnen. Dominanz hin oder her, die DTM ist zurück auf dem Sachsenring und alle haben Bock drauf.